Willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14. Die zweite Superstars-Ausgabe steht an und wir gehen auch sofort rein mit dem Opener Manic gegen Kamala. Manic wird den meisten als Suicide bekannt sein. Aus TNA, von TNA, bei TNA, whatever. Und dort werde ich auch als jetzt Sprachfick FTW. Dort werde ich jetzt auch als Manic zocken, nicht als Kamala, auch wenn Kamala auch ein kultiger Charakter ist, aber nein, nein, das muss nicht sein. Bin ich mal gespannt. Wir haben ja auch wieder The Rock auf der Card, was ich übrigens total geil finde, dass er einfach schon in der zweiten Woche in Folge bei Superstars auftreten darf. Und es geht sofort los. Jetzt bin ich mal auf das Moveset gespannt. Springboard DDT sitzt sofort und ich bin mal eben am gucken, was hat der Gute denn für... Okay, er hat verschiedene Moves als Signature-Moves. Manche Cores haben auch einfach nur die Standard-Moves, was ich ein bisschen traurig finde, aber kann man nichts machen. Oh, Superkick von Kamala. Sofort auf dem Boden weiter bearbeiten. Und die Diving Clothesline geht ebenfalls durch. Und die dickeren Moves, die gehen noch nicht durch. Da ist er noch zu konzentriert. Aber die Clothesline sitzt wenigstens auch wieder. Manic, da könnten lustige Matches mit Mysterio oder Sin Cara vonstatten gehen. Oh, schöne Rock Bottom-ähnliche Variante eines Slams. Und jetzt geht endlich ein Move durch und es ist ein komischer Takedown. Wenn ihr die Move-Namen wisst, die ich dann nicht weiß, die könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Man lernt ja bekanntlich nie aus. Und hier gibt es jetzt die... Ach du Kacke. What the fuck? Den Move konnte ich jetzt gar nicht einordnen. Und oh, da wird er gekontert von Kamala. Da gibt es den German Suplex. Ich will meinen Finisher wieder haben. Oh, schön. Die Art Blackout von Seth Rollins. Und... Ne, das wird in einem Reverse DDT gekontert. Oha. Schöner Boot. Elbow Drop in den Rücken. Schläge gegen den Kopf und... Dabei bleibt es auch. Sunset Flip Powerbomb. Mit Cover. 1, 2, tja. Und 3. Das war's. Manic gewinnt gegen Kamala im Opener von Superstars. Zwei turbulente Charaktere, die hier gegeneinander angetreten sind. Aber gut, schöne Eröffnung. Und es müsste weitergehen mit Rob Van Dam gegen Booker T. Wo ich wohl mit Booker T spielen werde. Because he's my big homie. Okay, nee, ich kann diesen Booker T-Akzent nicht so gut. Außer dieses What the hell? Okay, das klingt auch nicht, das klingt auch scheiße. Nein, lassen wir das. Aber am Kommentatorenpult ging der Mann gar nicht. Als Akteur sehr unterhaltsam, aber nicht am Kommentatorenpult. 90%, komm, übertreiben wir es wenigstens, 90% des Locker-Rooms waren einfach seine Homies. Oh, das klang so ungewollt rassistisch. Schöne Serie hier. Und der Back-Suplex mit Cover. Und der Neckbreaker sitzt ebenfalls. Ja, Booker T, eigentlich ein richtig guter Akteur.
in der WWE leider hinterher nicht mehr so viel gerissen. Jetzt außer ein World Title Run, glaube ich. Ja, doch, ein World Title Run war da mit drin. Und gut, und ein paar US Title Runs, soweit ich weiß. Aber sonst... in der WCW natürlich der Topstar mit seinen 5 Titel gewinnen. So. Los, steh auf. Diving Clothesline geht wieder durch. Haben den Move auch schon im Opener gesehen. Ah. Ist jetzt eher so eine flaue Superstars-Ausgabe, auch wenn das natürlich von der Ansetzung her interessante Matches sind, aber das ist dann halt der Nachteil, dass ich jetzt nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele. Nur ich habe halt auch keine Lust, bei Superstars oder so Stundenvideos rauszuhauen. Ist nicht so mein Fall, aber gut. So. Jetzt der Whip-In kommt gegen die Ringtreppe. Ach, verdammt. Den Spinneroonie einfach so. Das ist ein guter Taunt. Das ist echt ein guter Taunt. Oh, fuck, 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 fuck. Nein. Whip-In und Rückschwung und Hurricane Rana. Super. Bisschen nach dem Kopf gehen. Orange ist er schon. Ist ja auch Cruiserweight, soweit ich weiß. Oh, schöner Spinning. Ein Wheel Kick würde ich es jetzt nicht nennen. Oh, fuck, fuck, fuck. So, ich habe bald das Gefühl, wenn ich jetzt ein... Das war schon der Scissors Kick oder nicht, aber gut. Wir gucken, was er noch hat. Das müsste jetzt der Bookend sein. Nee, das ist der Scissors Kick. Der dürfte es jetzt allerdings leider schon gewesen sein, da Rob Van Dam auch ein Cruiserweight ist. Okay, er hält allerdings doch mehr aus, als ich gedacht habe. Ja doch, ist ein Spinning Wheel Kick. Fuck, ich wollte so eine schöne Superkick-Serie zeigen, aber ein richtiger Superkick ist das meiner Meinung nach auch nicht. Ein normaler Superkick hat ein bisschen mehr Impact, wenn ihr versteht, was ich meine. War das jetzt ein Crossbody oder ein Diving Strike, also eine Diving Clothesline? Und das Flapjack. Schöner Konter. Booker T hier klar im Vorteil. Es geht wieder auf den Arm. Ich weiß gar nicht, warum ich mal diese armbasierenden Moves hier mache, aber... Und natürlich eine schöne Powerbomb. Und hier... immer noch nicht. Was hat er denn als zweiten Finisher? Natürlich den Bookend. Doofe Frage. Oh, fuck. Nein, 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 und... Superkick sitzt. Ah, der 5-Star Frog Splash wäre jetzt nicht unbedingt das Beste, was passieren könnte. Und ein Spinebuster. Schöner Move. Ich mag den Spinebuster, wenn er vernünftig ausgeführt wird. Und damit meine ich nicht so wie Batista. Aber ich finde die Moves von Batista sowieso teilweise sehr, sehr unsauber ausgeführt. Allen voran der Spear. Und schöner Belly-to-Belly Slam. Ich finde, Batista, der geht viel zu sehr mit dem Kopf voran in ein Spear und das ist sehr, 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 sehr ungesund, sagen wir es mal so. Normal wird der Spear ja eigentlich nur mit dem rechten Arm oder linken Arm ausgeführt, ohne den Kopf überhaupt irgendwie zu benutzen. So, und jetzt Bookend sitzt und das dürfte es jetzt gewesen sein. Ja.
Das war's. Unser zweites Match des Abends wird von Booker T gewonnen. Und gleich haben wir einen Star hier auf der Card. Wie letzte Woche verlor er gegen CM Punk. Und diese Woche wird sein Gegner Dolph Ziggler heißen. Und ich glaube, er wird jetzt gleich wieder als Kanonenfutter herhalten müssen. Und Dolph Ziggler so einen Sieg oder den ersten Sieg hier im Universe Mode verschaffen. Dolph Ziggler gegen The Rock. Das ist halt, wenn Rocky nicht in einer Fehde steckt, dann wird er halt bei Superstars verbraten. Das sind alles potenzielle Pay-Per-View-Main-Events und die haue ich hier. Die haue ich hier bei Superstars raus oder die werden bei Superstars rausgehauen. Tja. Für Ziggler gar kein schlechter Moment, um ein bisschen Momentum zu gewinnen. Mit einem potenziellen Sieg hier über Rocky. Enziguri, schön. Und ein Back Suplex sitzt ebenfalls. So kann Ziggler auch mal zeigen, was er wirklich so kann. Oder was er drauf hat. Um vielleicht einem dritten Match gegen Cena schon mal positiv entgegenzusehen. Auch wenn ich das echt ein bisschen traurig finde, wenn die beiden nochmal bei Monday Night Raw aufeinandertreffen. So, Side Headlock. Ansatz und der Gutbuster. Zack. Rocky schon mit gelben Schadenslevel. Headlock und ein kleiner Niestoß an den Kopf. Passt alles. Crossbody in die Ringecke. Alles sitzt. Der Ziggler kann hier wunderbar gegen Rocky vorgehen. Keine großartigen Komplikationen. Läuft. Und das Katapult in den Seilen haben wir auch noch nicht oft gesehen. War damals, glaube ich, der einzige Move, den es überhaupt da drin gab. Oh. Die Elbow-Serie und sein getaunteter Elbow. Zack. Rückwärts und... Der sitzt. Wird allerdings noch nicht der Sieg sein. Dafür ist Rocky noch nicht geschädigt genug. Wortwörtlich. Und der Superkick sitzt. Komm. Ist einfach so ein geiles Finish, aber... Nein. Wieder der Back Suplex. Dann habe ich den falschen Move gewählt. Ich wollte eigentlich was anderes zeigen. Und ein... Oh, ein guter Jawbreaker hier. Und der Kniestoß, der Knee Strike gegen den Kopf. Und jetzt warten wir erstmal. Na komm. Miserable Dropkick. Schön. Roll up und Drop Break. Ja, war irgendwie klar. Es wird auch gekontert. Zack. Und da gibt es den Mic Check like a Kennedy. Und es geht wieder auf den Kopf. Ist nochmal gerade die aktuell am meist geschädigte Stelle von Rocky. Jetzt will ich mal eben nach dem zweiten Signaturmove gucken. Oh, okay. Nein! Puh. Na komm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kontert? Und das dürfte es gewesen sein. Rocky ausgenockt wie sonst was. Einmal durch den Jumping DDT und durch den Zigzag. Und Ziggler holt sich den ersten Sieg im Universe Mode. Und das auch gleich über The Rock. Eigentlich ein großer Prestige-Sieg. Und ja, bereitet ihn eigentlich gut für Raw vor.
Aber auch wenn ich nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass die schon wieder gegeneinander antreten müssen bei Raw. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Und jetzt John Morrison gegen Kurt Angle. Eigentlich ein richtiges Traummatch. Also es wird eigentlich von der Ansetzung her, wird uns hier richtiges Pay-Per-View-Material geliefert. Aber gut. Hier werde ich wohl mit Kurt Angle zocken. Nicht nur, weil der sich, glaube ich, hier richtig gut spielen lässt, der Core. Beides übrigens Core. Und der Morrison Core sieht eigentlich richtig gut aus. Sofort der Lockup und sofort ein Back-Suplex als Anfang. Das finde ich auch ein bisschen scheiße, dass die nicht so eine Match-Anfangsphase haben. Das wäre auch so ein. Das wäre eine richtig schöne Neuerung. Dass die Matches nicht sofort mit solchen harten Moves anfangen können. Dass du halt erst wirklich in Lockup gehen musst. Dass du dann halt ein bisschen Physik mit reinbringst, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zack. So ein bisschen Ringphysik ist ja da, aber halt nicht so viel, dass es groß ins Gewicht fällt. Ihr seht, zack, sofort schon der erste richtige Impact-Move. Schöner Backkick hier von Morrison. Allein der Ringphysik geschuldet, habe ich auch diese Schlagserien meistens in meinem Spielstil mit drinne. Russian Leg Sweep von Morrison. Und das Flapjack, verdammt. Schöner Vorarm. Und ab auf die Seile. Oh, das war Fail. Dann halt nochmal von der Seite. Und diesmal der Moonsault. Orange ist der Gute schon. Das war traurig. Na, vielleicht klappt's ja. Eins. Na, kein Two-Count. Und jetzt nochmal den Moonsault, komm. Den nicht. Ja, egal. Komm, ich will einfach nur einen verdammten Moonsault. Ja, ficke. Dann ist halt egal. Mein Hals kratzt ein bisschen. Ich muss gleich unbedingt mal was trinken. Das ist, wenn man zwei Shows hintereinander hier aufnimmt. Die dritte hatte ich gleich eigentlich auch noch vor. Und Schoolboy wieder Rope Break. Jo. Und der Hattrick. Eins. Und zwei. Und der dritte Suplex von Kurt Angle. Und den Angle Slam gibt es ebenfalls noch. Und das dürfte das Ende dieses Co-Mainers geworden sein. 1, 2 und der 3. Kurt Angle gewinnt gegen John Morrison hier im Co-Main-Event von Superstars. Oh, jetzt kommt noch diese amerikanische Hymne. Diese amerikanisch gelobte Hymne. Und das ist Alberto Del Rio, der einfach mal Kurt Angle attackiert. Wer soll das denn verstehen? Der Mann ist in einer Fehde mit Batista. Alberto Del Rio verscherzt es sich hier mit jedem. Er attackiert einfach mal Kurt Angle, aus was für einem Grund auch immer. Und jetzt der Main Event steht an. Daniel Bryan gegen Kane. Mit wem spiele ich? Für viele schätze ich mal selbsterklärend, aber für mich nicht. Aber ich werde von Daniel Bryan nehmen. Ich habe schon Cena am Montag gewinnen lassen. What the fuck? Dean Ambrose! Was macht er hier?
Warum greift hier jeder jeden an? Aber gut. Und attackieren. Schöner Whip-In und der Shining Wizard. Super. Ja, warum greift hier Dean Ambrose auf einmal Kane an? Die sind alle in anderen Fäden. Nur weil die Fäden selber so langweilig sind, da greifen sie jetzt andere Leute an, oder wie? Fuck, zu lange gewartet, ja. Und der Running DDT hier. Schöner Jawbreaker oder Chinbreaker. Der Dropkick sitzt. Und Back Suplex sitzt ebenfalls. Schöne Moves hier von Daniel Bryan, der Swing Neckbreaker ebenfalls. Und vom Top Rope. Schöner Dropkick. Schön animierter vor allem Ding. Fuck, ich war doch schon am Wegrennen. Und der Suplex sitzt, plus Cover. Wird immerhin ein Run-Count. Und die Kickserie. 1, 2, 3, 4 und der an den Kopf. Ich wollte ihn ein bisschen mehr in die Ringmitte schieben, dass wir das wenigstens... Nein, nee, er kommt trotzdem an die Seile. Ja. Schön, sitzt alles. Und wir gehen immer weiter mit den Submission Moves jetzt auf den Kopf. Kommt nicht an die Seile, heißt, es macht auch noch maximalen Schaden. Fuck. Schöner Botch hier. Russian Leg Sweep als Konter. Und Enziguri sitzt alles. Komm. Nein. Was steht er denn die ganze Zeit auf? Ficken. Du sollst nicht wieder aufstehen. Fuck. Na komm. Und jetzt Whip in. Gegen die Treppe. Natürlich wird das nichts. Und jetzt der Dragon Sleeper sitzt. Müsste eigentlich, wenn Kane... Ja. Nein. Okay, ich dachte, Kane hätte keine Widerstandsfähigkeit, aber die hat er doch. Und das heißt, das wird auch noch keine Entscheidung bringen. Eins, zwei, drei. Und der Kick an den Kopf. Na komm. Running Knee. Running High Knee. Das sollte es gewesen sein. 1, 2, 3. Daniel Bryan gewinnt den Main Event von Superstars nach der Attacke von Dean Ambrose an Kane. Ich weiß nicht, ob ich das verstehen muss, warum er attackiert wurde, aber ich glaube eher nicht. Aber da kommt Darren Young und attackiert Daniel Bryan. Oh, ich will es gar nicht verstehen. Ernsthaft, ich will es gar nicht verstehen. Oh fuck. Nein.
Ja, gut, Leute. Nein, werde ich abbrechen. Ich wollte nicht mit SmackDown sofort starten. Jetzt werden wir gespoilert. Triple Threat. Kurt Angle, MVP und Matt Hardy. Scheiß Match, egal. Nein, werde ich überspringen. Werde ich beenden. Weil es nicht nach zu SmackDown gehen sollte. Immer wenn man darauf wartet, dass Ladesequenzen zu Ende gehen, dauert es umso länger. Vor allem, wenn es dann auch noch drei selbst erstellte sind. Nein. Nicht heute. 3 Wochen noch. Eigentlich sind es nur noch 2, weil nach SmackDown ist diese Woche ja auch wieder vorbei. So. Nichts Neues. Gut, ich dachte, da würde irgendwas dokumentiert werden. Und wir gucken uns die SmackDown-Card allerdings an. Also Superstars, nochmal kurzes Wort dazu. Ja, sehr viele Eingriffe, ohne wirklich Sinn zu haben. Also, okay, Cody Rhodes gegen Damian Sandow. Alberto Del Rio gegen Batista. Wieder ein 1 gegen 1 Match. Warum? Was sind das für Rivalitäten, die einfach immer wieder ein 1 gegen 1 Match aufbauen? Das Pay-Per-View-Match interessiert doch hinterher keine Schweine mehr, wenn die schon so oft gegeneinander angetreten sind. Naja, egal. Gut. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Friday Night SmackDown. Und ja, bis dahin. Tschüss.